Hallo, ich begrüße euch abermals zu einem neuen Video. Das andere, was ihr vor kurzem wahrscheinlich auf meinem YouTube-Kanal gesehen habt, habe ich gerade eben gefilmt. Ich hatte jetzt eben nur noch einen warmen Kaffee zwischendurch, der jetzt auch schon wieder ganz alle ist. Und ich dachte mir, wie ihr im Titel auch schon lesen konntet, ich nehme mich mal einem To-Do an, was schon seit Dezember auf meiner To-Do-Liste steht. Und zwar die Nur-Stempel-Challenge. Ich weiß, das ist jetzt quasi auch schon wieder lange her, aber ich wurde im Dezember von der lieben Plan auf Papier, also von Uli, getaggt und ich habe das seitdem auch auf meinem Zettel stehen. Allerdings hat es bei meinen Weihnachtsdekos null reingepasst und danach habe ich nicht mehr viel gemacht in diesem Planer. Deswegen dachte ich mir, ja, dann halt mal jetzt so, ne? Und ich habe tatsächlich auch so gut wie keine Weihnachts- und Winterstempel, außer vielleicht einer Schneeflocke. Also da hätten wir ja auch nicht viel ausrichten können in meinem Planer. Was ich aber ein bisschen mehr habe, sind so florale Sachen und Blumen und Co. Deswegen probiere ich mich jetzt heute einfach mal da dran. Dann zeige ich euch noch einmal die Deko aus der letzten Woche. Das war meine Geburtstags- und Osterdeko. Gefällt mir richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil sie ist ja gerade erst entstanden, aber ich glaube schon. Und ja, jetzt geht es direkt weiter mit den nächsten Seiten. Und vielleicht noch ein kleiner Funfact am Rande. Als ich letztes Jahr, Anfang des Jahres, Brainstorming gemacht habe, was ich denn so oder wie ich denn so dekorieren könnte und was ich so auf YouTube machen könnte und bla bla bla, habe ich tatsächlich eine Kategorie gehabt, in der ich quasi genau die Idee hatte, die jetzt dann im Dezember als Challenge aufgeploppt ist. Und zwar hatte ich mir notiert, ein Video nur mit Sticky Notes dekorieren, ein Video nur mit Washi dekorieren, ein Video zu dem Thema nur mit Stempeln dekorieren, nur mit Stiften, nur mit, I don't know, was man halt alles so hat, mit Papier. Und wollte dann halt quasi in den Videos immer verschiedene Anwendungsbeispiele zeigen, Ideen, Inspirationen. Ja, nur habe ich von diesen Videos kein einziges hergestellt oder produziert. Das ist halt schlicht und einfach immer nach hinten gerückt, war nicht so wichtig, kann ich ja irgendwann später nochmal machen. Und ja, dann kam der ganze Halloween, Spooktober und so weiter. Also da war ich dann in einem ganz anderen Thema drin und letztendlich habe ich dann einfach gar nichts davon umgesetzt. Also das fand ich dann irgendwie ganz witzig, dass ich das schon so lange auf meiner To-Do-Liste hatte und dann kam das als Challenge und ich war so, die Idee hatte ich auch schon mal. Aber ich habe es nicht gemacht. So, aber jetzt, ja, lege ich mal los. Vielleicht kommt dann ja demnächst nochmal ein Video zu einem anderen Bastelutensil und dann tagge ich auch irgendwen. Mal gucken. Aber jetzt fange ich erstmal an. Ich werde ein bisschen schummeln, in Anführungsstrichen. Es ist zwar eine Nur-Stempel-Challenge, aber Nur-Stempel bringen mir ja herzlich wenig ohne Stempelkissen. Jetzt sagt ihr, ja klar, kannst du Stempelkissen benutzen. Ich so, ja klar, mach ich auch. Aber ich nutze sie nicht nur mit den Stempeln zusammen, sondern auch alleine. Und zwar möchte ich die Stempelkissen als farbliche Basis ein bisschen benutzen. Upsala, da ist direkt wieder ein Haar. Was ich ja auch in anderen Dekos manchmal schon gemacht habe. Und da ist jetzt die Frage, ob das erlaubt ist oder nicht. Aber ihr Lieben, wir können das ja frei interpretieren, oder? Also ich werde jetzt hier einfach schon mal so ein bisschen Farbe auftragen auf meinen Seiten. Und ich werde das auch gleich so ein bisschen mixen hier. Und dann schauen wir mal, was passiert.
So. Also ich habe keine Ahnung, wie das wird, aber wir machen einfach mal. Und ich habe hier schon so ein paar Stempel, aber ich habe noch einige mehr. Die hier sind so ein bisschen mehr mit Gräsern. Dann hätte ich noch den hier. Das andere sind Ranken, die von oben kommen. Das ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, ob das passt, aber ich glaube nicht. So, was ich noch als Hintergrund quasi benutzen wollte, war dieser hier. Also ich glaube, man muss layern, damit es irgendwie hoffentlich gut aussieht. Ich glaube, ich muss mal aufstehen. So. Also ich bin gespannt, was das so wird. Ich hätte auch noch eine andere Braun-Ton-Möglichkeit hier. Ist natürlich die Frage, ob das jetzt sinnvoll ist, aber ich möchte das ja eh nicht lesen können. Also ihr merkt schon, ich möchte den Stempel als Hintergrund benutzen und nicht als, als Motiv. So. So, so. Und dann dachte ich mir, kann ich ganz viele Blumen hinstempeln, aber vielleicht auch gelayert, und zwar vielleicht in Grau im Hintergrund. Mal gucken, welche Farbe das ist. Irgendwie wirkt die Farbe so, als wenn nicht viel Farbe da wäre. Das sehen wir jetzt aber gleich. Und dann werde ich, glaube ich, die hier als Hintergrund machen. Schon wieder ein Haar dran. Da muss man jetzt natürlich total aufpassen, dass diese Ränder nicht mit im Bild sind. Okay, wow. Das ist mir jetzt ein bisschen zu dezent hier. Okay, das ist schon besser. Kann jetzt, glaube ich, echt eine Weile dauern, bis hier was aufs Blatt gekommen ist. Aber wir haben ja ein bisschen Zeit. Ich war übrigens vor 2 Tagen im alten Land unterwegs und muss sagen, es tat so gut, bei schönem Wetter draußen spazieren zu sein. Das Wetter war ja bis jetzt wirklich eher mäßig, wenn man sich das ganze Jahr so mal rückblickend betrachtet, rückwirkend betrachtet. Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Ich bin nicht mehr drin im Videogame. Und ich war auch echt ewig lange noch in so einer Art Winterschlafmodus, muss man sagen. Also
Ich bin eher so diejenige, die dann im Winter zur Couch Potato wird und wenn es schöner wird, dann erwache ich so langsam wieder zum Leben. Ich hasse es, nass und kalt zu werden und friere super schnell und mein Körper ist irgendwie auch nicht für diese Jahreszeit gemacht. Und jetzt nach dem Osterwochenende, beziehungsweise am Montag, am Ostermontag, hatte ich dann halt einen kleinen Ausflug geplant. Und es war überraschenderweise dann irgendwie, weiß ich, waren es 18 Grad, die Sonne schien mehr als angekündigt und der Wind war warm und es war richtig, als wenn man so merkt, okay, jetzt kommt der Frühling und jetzt wird's alles wieder besser und schöner und es geht bergauf quasi. Also da muss ich sagen, war ich richtig happy und es war einfach sehr schön, das alte Land auch zu erkunden. Das, wer das nicht kennt, ist südlich der Elbe, also südlich von Hamburg. So ein gewisser landschaftlicher Bereich, nenne ich es mal, wo ganz viele Apfelplantagen hauptsächlich sind und ganz viele Obsthöfe. Und ich war da tatsächlich auch noch nie vorher, was auch ein bisschen traurig ist, wenn man in Hamburg wohnt. Aber ich muss sagen, dass das sicherlich nicht das letzte Mal war, dass ich dann irgendwie da jetzt spazieren war und die Umgebung erkunden war. Und da gibt es ja auch noch dann sicherlich viel mehr zu sehen als nur den einen Fleck, den wir uns da jetzt angeguckt hatten. Aber es hat einen so richtig glücklich gemacht und es hat einfach so gut getan und ich hoffe einfach, dass diese Winter, Depression ist es jetzt bei mir nicht, aber dieser Winterschlafmodus einfach jetzt so langsam ein Ende findet. Das wäre doch sehr schön. Und ich bin einfach ein Schönwettermensch. Das ist einfach Fakt. Und mir geht es auch einfach besser, wenn die Sonne scheint. Aber ich glaube, das ist bei vielen so und nicht nur bei mir. Aber ich merke das halt total und freue mich natürlich dann, wenn es schöner wird und wärmer wird. Und dann habe ich auch prompt abends noch meine Gartenmöbel aus dem Keller geholt und die Stühle und den Tisch schon mal hingepackt, weil ich dachte, demnächst kann man dann irgendwann nochmal da sitzen oder überhaupt. Und letztendlich hat es am nächsten Tag dann direkt wieder geregnet und gehagelt. Das war jetzt natürlich dann auch nicht so Bombe, aber ich bin da relativ optimistisch, dass es dann trotzdem demnächst wieder schönere Tage gibt und es soll jetzt auch wieder ein bisschen wärmer werden. Also es ist die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Auf jeden Fall hat mich das schon mal sehr glücklich gemacht und auch ein bisschen mehr Energie nochmal gegeben. Und diese Woche ist bei mir sowieso ein bisschen entspannter, auch was Arbeiten angeht, weil ich wegen Ostermontag ja eh schon langes Wochenende hatte und eine kurze Woche. Und da jetzt gerade auch Ferien sind in Schleswig-Holstein, wo ich auch ab und zu unterrichte, habe ich halt nicht so meinen kompletten Stundenplan momentan. Und dementsprechend auch mehr Zeit und Ruhe und Entspannung, was ja auch mal ganz gut ist. Und dann habe ich es doch tatsächlich geschafft, hier mal so ein bisschen mir meine Planersachen wieder anzugucken, worüber ich mich sehr, sehr freue. Jetzt habe ich hier so ein bisschen was Graubraunes gestempelt. Da fehlt mir aber noch ein bisschen Leben in der Bude. Und ich habe hier schon mal die Farben getestet, wie man sieht. Ich glaube, das müsste auch derselbe hier sein. Den nehme ich, glaube ich. Und die Blüten mache ich dann in diesem Ton hier. Das heißt, ich fange mal mit den Blüten an. Muss dann die Stiele grün färben. Na, das ist ja auch hier wieder spannend, ne? Aber wird schon. Mach mal keinen Probestempler, das muss jetzt klappen. Ja, tut's auch, wie es aussieht. Das mache ich jetzt, glaube ich, noch ein paar Mal.
Und aber deswegen habe ich gerade eine relativ entspannte Woche. Heute Abend muss ich noch arbeiten, aber halt erst später. Und ich habe dann endlich mal geschafft, in meinen Bastelsachen zu wühlen, was ja jetzt doch schon eine ganze Weile hinten übergefallen ist und zu kurz gekommen ist. Und ich habe mich so oft immer schon aufraffen wollen, aber dann irgendwie doch keine Lust gehabt. Und dann dachte ich mir so, ja, jetzt hätte ich gerne gebastelt, aber das Wetter ist doof und Film, wenn es einfach schwarz ist draußen, dann bringt halt auch nichts. Und naja, auf jeden Fall gab es immer tausend Gründe, es nicht zu machen und einfach was anderes zu machen. Und heute habe ich es mir fest vorgenommen und tatsächlich mal geschafft. Und diese Stempel-Challenge, wie gesagt, die ist schon eine Weile überfällig. Aber ich dachte mir, ich mach das jetzt auch nochmal hier. So, als nächstes nehme ich diese Blüte hier. Die Frage ist, ob ich eine andere Farbe für die Blume an sich nehme, aber eigentlich finde ich den Ton schon ganz gut. Glaube, ich bleibe mal dabei. Hier ist es ein bisschen einfacher, weil die Stiele nicht so neben den Blüten sind. Also hier zum Beispiel war es jetzt schwierig, diesen Strich mit dem Stempelkissen zu erwischen. Das geht hier, glaube ich, ein bisschen einfacher. Na, obwohl. Geht so. Mal gucken, wie es hier rauskommt. Es gefällt mir auf jeden Fall sehr gut mit dem Übergang von einer Farbe zur anderen. Bisschen friemelig. Aber schön. Die Stempel hier, also die drei, waren übrigens auch in meiner Stationery Box drin, die im Dezember verschickt worden ist mit meinen Lieblingsstücken. Und ich muss sagen, dass mir der Stempel von denen auch am besten gefällt. Also wenn ihr eine Box hattet, habt ihr zwei von den drei Motiven bekommen. Und ja, die finde ich auch sehr schön und die passen auch irgendwie zu vielem. Und auch zu verschiedenen Jahreszeiten, was ja auch ganz schön ist, dass man dann nicht nur irgendwie eine Schneeflocke hat und dann ja, kann man das irgendwie nur einen Monat im Jahr so richtig benutzen. Da, ja, wenn es natürlich eine Winterbox wäre, klar, kein Problem. Aber jetzt bei so einer Lieblingsstücke-Box wollte ich es dann doch ein bisschen freier halten mit den Motiven. So, mache ich das jetzt hier genauso? Ja, warum nicht, ne? Farbe mit ins Spiel. Ich hatte eigentlich überlegt, ob ich oben noch so einen Himmel mache und dann hier diese Regentropfen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das dann irgendwie nicht ein bisschen kitschig wird. Das muss ich mir dann gleich noch überlegen, ob ich das machen möchte oder nicht. So gefällt mir das nämlich eigentlich schon ganz gut soweit, aber da fehlt natürlich irgendwie noch was. Auf der zweiten Hälfte von der Seite hier. So. Okay, die habe ich alle benutzt. Den hätte ich auch noch. Der müsste dann aber nur grün sein, glaube ich. Den schon mal zu machen. Nur grün.
Gräser und Blumen passen vielleicht thematisch nicht so ganz zusammen, aber ich wollte halt nicht nur einen Stempel 20.000 Mal benutzen. Deswegen dann lieber so. Und jetzt kommt er noch einmal hier so an den Rand. Dann war es das. Und dann ist die Frage, was wir mit der oberen Hälfte machen. Vielleicht probiere ich es mit dem Himmel. Also ich wollte gerne die Regentropfen machen. Und da hätte ich natürlich jetzt auch so ein Türkis und ein Blau. Hatte ich nicht irgendwo noch ein Dunkelblau? Also hier ist noch ein Dunkelblau. Grau hätte ich auch noch im Angebot. Ich könnte halt wieder mit Grau anfangen. Mal die Farbe testen. Oh, ist schon relativ dunkel tatsächlich. Bei Ozu gehört das hier eigentlich. Achso, das ist das Grau. Wow. Mal den hier checken. Der war ja nicht ganz so farbintensiv. Ja, ich glaube, mit dem fange ich mal an. Es wird nicht so farbenfroh, wie ich gedacht hätte. Aber ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Ich starte mal mit diesem Grauton hier. Also so in dem Maße habe ich diesen Stempel, glaube ich, auch noch nicht benutzt. Aber es gibt für alles ein erstes Mal. Und ich finde dieses Grau auch ganz gut, weil es zum Rest unten passt. Ich hoffe, die Woche hier wird nicht so grau, wie ich sie gerade stempel. Momentan sieht es tatsächlich so ein bisschen so aus wie hier auf meinen Seiten, aber ich hoffe, das wird die Woche noch wieder besser. So. Ich glaube, ich mache noch einen Ticken mehr. So, und dann ist jetzt die Frage, ich glaube, es sollte das Hellblau sein. Na, wir gucken uns das mal an. Mal Probestempeln. Ja. Machen wir hier mal noch ein bisschen mehr Regen draus und stempeln den noch dazu. So, die Frage ist halt jetzt, ob ich noch einen ganz anderen Ton mitnehmen sollte oder nicht, weil eigentlich gefällt mir das so schon ganz gut. Und wenn ich jetzt irgendwie noch Dunkelblau nehme, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Ja, das ist ein bisschen too much. Was haben wir hier noch? Dunkelgrau. Thank you.
So, ich glaube, damit bin ich dann gleich schon fertig. Und ich habe gar nicht so doll gestruggelt, wie ich vermutet hatte bei dieser Challenge. Allerdings muss man halt dazu sagen, dass ich halt auch echt gewartet habe, bis ich die mache, damit ich Stempel benutzen kann, die irgendwie für mich Sinn ergeben. Sie ist sehr trist und irgendwie fehlt ihr was in der Mitte, aber ich muss sagen, dass sie mir eigentlich ganz gut gefällt. Ich hätte vielleicht diesen Stempel auch noch hier oben benutzen können. Ich hätte noch irgendwas als Wolke benutzen können, vielleicht. Die Frage ist, ob ich hier oben noch ein bisschen Stempelfarbe einfach verteile. Das könnte jetzt voll in die Hose gehen. Als Wolken. Obwohl das eigentlich ganz gut aussieht so. Ja, finde ich gut. Machen wir so. Als kleiner Übergang. Okay. Ja, aber mehr mache ich auch nicht, weil sonst verfusche ich es, glaube ich, jetzt. Wir heften das Ganze mal in den Planer ein. Und schauen uns das hier nochmal an. Und dann darf ich gleich meine ganzen Stempel wegräumen. Sauber machen natürlich. Und ja, dann war's das mit der Deko für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ich jetzt nochmal so ein nur dekorieren mit XY Video mache, welches Utensil ihr euch da wünschen würdet. Also ich schätze mal, ja, entweder wird's Papier oder Washi oder ach, Sticker wäre auch noch eine Möglichkeit. Mal gucken. Ihr könnt ja mal schreiben, was euch da am ehesten interessieren würde. Und ja, dann war es das mit dem Video für heute. Ich muss gleich auf jeden Fall Hände waschen, weil ich voll die Stempelfarbe in den Pfoten habe. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.